Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Willkommen zurück bei Super Mario 64. Ach, ihr wisst, wie das Projekt heißt. Wir gehen einfach hier rein. Ist ja lächerlich, sich so lange mit der Einladung aufzuhalten. Ich meine, da verliert man nur Zeit und dann geht das wieder alles auf den Sterneschnitt und dann denkt ihr euch, oh, meine Güte, hat der einen schlechten Sterneschnitt. Dabei laber ich einfach nur die ganze Zeit und das ist der Grund, warum ich einen schlechten Sterneschnitt habe. Okay. Ein bisschen ruhig bleiben, sollte ich allerdings schon. Denn daneben ist noch etwas, was ich erkunden möchte. Nein! Och, wie gemein! Ich war eigentlich schon drauf! Eigentlich war ich schon drauf! Pokémon Bro Dude! Nein, nein! Oh Gott, damn it, Nappa! So, jetzt aber. Nochmal speichern, dann muss ich halt hier mit 6 aber. Das ist ja eine blöde Rutsche. Die mag ich überhaupt nicht leiden. Ha! Na bitte! Man muss sich ja nicht immer so anstellen. Ja, ich stelle mich allein schon an, auf einen Schalter drauf zu stampfen. Ja, wunderbar, es passiert doch immer wieder das Gleiche. Dann eben hier nochmal speichern. Oh, leck mich. Oh, leck mich. So. Oh, das gibt es doch nicht. Dann hier auch nochmal speichern. Oh, ey, ich krieg gleich die Motten hier. So, jetzt aber. Na bitte, geht doch. Oh, es geht noch weiter vor allem. Ah, diese Welt hat sich bisher nicht wirklich als großer Glücksbringer entpuppt. Ich versag ja hier in einer Tour, das ist ja echt übel. Und zwar echt an jeder Stelle, die nur irgendwie geht. Sogar an Stellen, an denen es eigentlich unnötig ist zu versagen. Sag ich ja. Na bitte. So. Ha, Goomba! Nicht Goomba! Nein, nicht hahaha. Das machen. Einfach mal. Scheiß Gamepad. Und hoch. Na bitte. Oh nein, da geht's weiter mit Feuer. Und da oben stampft irgendwas rum und das gefällt mir nicht. Wenn ich dieses Stampfen richtig deute, dann wird das wieder König Wump sein. Oder? Nur König Wump hat so gestampft. Oh, oh nein, nein, nein! Ich komme wahrscheinlich noch nicht mal zu ihm, das ist natürlich auch nett. So, jetzt. Ah, und wir sind oben. Und... Ich hab's Wobei ist das ein... Ist das König Wump? Der sieht so klein aus. Für König Wump sieht er klein aus, für einen normalen Wump sieht er aber zu groß aus. Oh! Oh, shit. Ich bin in der Lava. Wie hast du mich hier gefunden? Ich bin aus dem Untergrund geflohen, um mich hier zu verstecken. Scheint aber, als wäre dies nicht genug gewesen. Jetzt bekommst du meine Wut zu spüren. Haha. Oh Gott, nein, das wird böse. Ich sehe es kommen. Das wird so böse. Das wird so böse. Das wird so böse. Habe ich schon erwähnt, dass das böse wird? Hallo Schmetterling! Oh, du bist doch... Hallo Schmetterling! Oh, ich bin froh, dass du da bist. Okay.
Ja. Schon kill. Boah, ey! Boah, ey. Ich hab nur eine Wahl. Ich muss kämpfen um mein Leben. So, gute Ausgangsposition. Ha! Oh, böse. Oh, böse. So. Es ist ein kleiner Risikokomet, jetzt weil ich nicht mehr in die Lava fallen darf. Genau. Und das darf mir auch nicht passieren. Aber wir könnten es so schaffen. Wir könnten es trotzdem schaffen. Es ist ja fast so fies wie... Na, obwohl der Kampf in Super Mario 74 gegen den Bump war heftiger. Nein! Wie konntest du mich besiegen? Dabei war ich so gut. Bam 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 bam. Wir haben den Stern. Alter, ohne Scheiß. 64 Sterne. Hallo Fly Guy. Oh, okay, auch gut. Dann verziehe ich mich jetzt. Tschüss. Ja, yeah, ich fliege hier einfach mal so ein bisschen rum, weil, Leute, und das ist ganz wichtig, ich kann's halt. Ha! Hey Fly Guys, ich will noch mehr rumfliegen. Kommt, helft mir mal. Fly Guys! Ey, wo fliegst du denn rum? Ey, verarsch mich nicht! Ja! Nichts passiert. Alles gut. Okay. Naja, wenn ich hier rumfliegen will, könnte ich mir ja theoretisch auch wieder die Flugkappe schnappen. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt in der letzten Nacht... Ich könnte die neunte Welt betreten. Das wäre eine Möglichkeit. Ja! Aber ich glaube, ich will hier noch ein bisschen rumfliegen. Ich glaube, hier gab es nämlich Plateaus, Inselgruppen, Erhöhungen, wie auch immer, die ich noch nicht betreten habe. Ich rede jetzt speziell... Da hinten von diesem Gebäude, da war ich noch nicht. Da komme ich ja auch gar nicht so ohne weiteres hin, aber mit der Flügelkappe könnte ich hinkommen. Sollen wir es mal probieren? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Warum nicht? Wir sind hier im Urlaub. Mehr oder weniger, zumindest. Mehr weniger als mehr, aber dennoch egal. So. Also wie beim letzten Mal, warten wir ein Ründchen? Warten. Und? Diesmal war das Timing nicht ganz so gut wie beim letzten Mal. Okay, diesmal war es Les Miserables. Scheiße. So. Macht aber nichts. Ja, wir könnten theoretisch eigentlich auch unter Wasser warten. Ist relativ... Mario, spring hoch. Relativ spät auf den Schalter drauf. Das ging natürlich auch. So. Flügelkappe. Oh nein. Ach, stimmt. Da war ja dieser... dieser Akro-Block hier. Oh meine Güte. Was hat er sich dabei gedacht, der Bro-Dude? So, haben wir sonst noch irgendwas? Außer diesem Gebäude? Gucken wir uns mal um. Da oben ist die Burg, da waren wir schon. Höchstens das da direkt vor uns, da könnten wir nochmal drauf. Wobei, ich glaube, das erreichen wir auch so, oder? Nee, das erreichen wir nicht. Uah! Ah, ich verstehe. Gut, da dürfen wir nicht drauf. Das ist wieder sowas, wo Brodude sich denkt, nee,
Du kannst mich mal, da lasse ich dich nicht rauf. Dann fliegen wir halt doch zu dem Gebäude hier. Oder? Das wird wahrscheinlich für dieses Ding hier auch gelten. Da werden wir wahrscheinlich auch von abprallen. Ja, wusste ich's doch. Okay. Aber hier ist etwas. Oh, guck mal, eine Nische. Oder ein Riss. Ein Loch in der Wand. Wir gehen rein. So. Boah! Willkommen in einer neuen Welt. Und genieße deinen Aufenthalt. Hatschau! Wieso ist da Ouija? Und wieso... Wieso sind hier mehrere Ouijis und wieso wollen sie uns töten? Und wieso laufen wir auf einem riesen Ouija? Und was ist hier eigentlich zu tun? Und hier sind überall Sterne. Und Elektro-Ouijis. Ouija! Wir müssen in Bewegung bleiben. Er darf uns auf gar keinen Fall anstarren. Vielleicht müssen wir diese Sterne sammeln. Das sind Münzen? Okay. Und ein Stern davon wird wahrscheinlich der richtige sein. Hier wird es wahrscheinlich viele Fake-Sterne geben, so als Münzen, und irgendwo darunter ist dann der richtige. Ich sehe es kaum. Oh. Oh nein. Oder es ist eine 8 rote Münzensuche. Ja, es ist eine 8 rote Münzensuche. Ouija! Es ist Ouija! Ouija! Können wir irgendwie mal von oben drauf gucken? Das wäre irgendwie cool, dann seht ihr nämlich mal dieses Ouija-Gesicht hier. Oh Mann, ist das... Bro, Dude, was für eine Idee! Ja, ganz ehrlich, also... Ich habe mit vielen in diesem Hack gerechnet. Aber nicht mit einem Ouija-Level. Oh, ist das geil gerade. Leute, ich bin gerade hin und weg. Gerade für diejenigen, die wissen, dass ich diesen Ouija-Meme liebe. Aber ich liebe ohnehin sowieso jeden Meme irgendwie. Aber diesen Ouija-Meme doch irgendwie sehr. Weil es auch einer der ist, die ich so mit am längsten kenne, seitdem ich auf YouTube unterwegs bin. Oh, das ist ja krass. Ist das krass. Ein Ouija-Level. Also, da werden Träume wahr. Und irgendwo hier sind 8 grüne Sterne-Münzen. Aber wir dürften sie bald haben. Ja, Nummer 7 ist hier. So, und einer von diesen übrig gebliebenen Sternen wird Nummer 8 sein, und da haben wir sie. Ouija! Ein Ouija-Level. Oh, ist das krass. Oh, genießen wir nochmal die ganzen Ouijis hier. Sammeln hier nochmal den Stern. Oh, guckt mal die ganzen Ouijis. Das ist so geil! Dieses Level ist so geil! Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, sammle den Stern, aber ich denke mir nur... Er darf uns auf gar keinen Fall anstarren. Auf gar keinen Fall. Oh Mann. Zu spät. Oh nein. Wir sind zu Ouija geworden. Es ist Ouija. Mario ist Ouija-fiziert worden. Oh Gott. Ouija hat uns erwischt. Legt euch niemals, niemals mit Ouija an. Bro Dude, an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Lob. Also das ist echt der Hammer. Diese Idee war richtig geil. Ja, wie zufällig versteckt er noch so hier auf der ersten Oberwelt. Man rechnet überhaupt nicht damit. Ich hab gedacht, ich flieg mal zu diesem Gebäude da und auf einmal ist da eine Ouija-Welt. Ich frage mich, wie viele epische Welten ich bisher noch übersehen habe. Ist das geil. Also bis zum nächsten Mal, euer Ouija.